Schwere Limousinen auf dem Betriebshof der EKF Diagnostik in Barleben. Und aus dem Auto steigt der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. Er ist Gast beim Unternehmerfrühstück, das der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hier organisiert hat. Regelmäßig führt die Interessenvertretung des Mittelstandes solche Treffen durch. Immer trifft man interessante Gäste, aber der Ministerpräsident ist dann doch etwas Besonderes. Und während Steffen Borlich, Geschäftsführer der EKF Diagnostics, die Gäste als Hausherr begrüßt, sitzt noch ein Gast in der Runde, die Wirtschaftsdiplomatin der Republik Estland. Ich wünsche mir bei solchen Treffen einfach, dass die Unternehmer, die ja eine Basisarbeit leisten, direkt mit den Entscheidungsträgern oder Entscheidungsvorbereitern zusammenkommen können, zum einen ihre Sorgen und Nöte mal artikulieren können, zum zweiten aber auch Anregungen geben können und Anregungen kriegen können und auch wissen, was gerade ein Ministerpräsident mit seiner Landesregierung perspektivisch vorhat, welche Strategien diese Regierung hat. Verfolgt. Der Ministerpräsident hält eine Einführung und beweist sich wieder einmal als guter Unterhalter und profunder Kenner der Situation im Land. Angefangen vom Fachkräftemangel in den Betrieben, über den Lehrermangel in den Schulen, dem demografischen Wandel allgemein bis hin zu den internationalen Problemen wie den angekündigten Strafzöllen aus Amerika und er befindet sich im Widerspruch zur Politik der Bundesregierung. Herr Ministerpräsident, Sie haben heute eine ganze Reihe von Problemen angesprochen. Eins war, und das ist mir aufgefallen, Sie befinden sich offensichtlich im Widerspruch zur Sanktionspolitik der Bundesregierung, was die Russland-Sanktionen anbelangt. Warum? Ich bin klar der Meinung, dass es richtig war, dass die Europäische Union reagiert hat, weil Völkerrechtsbruch kann nicht einfach so hingenommen werden. Die Frage ist, ob nach den Jahren, die wir jetzt diese Sanktionen haben, wir etwas bewirkt haben. Und da müssen wir sagen, so gut wie nichts. Das heißt, wir brauchen einen neuen politischen Aufschlag, wo wir nochmal neu in Verhandlungen eintreten, dass wir die jetzige Situation, die sozusagen eine Stagnation bedeutet, dass wir die überwinden und nicht sozusagen Schäden auf beiden Seiten haben, die aber an dem eigentlichen Grundanliegen nichts bringen. Das heißt also eine neue politische Offensive, neu verhandeln, neue Möglichkeiten austesten, weil wir merken, dass das, was wir bisher gemacht haben, nicht den Erfolg gebracht hat, was wir uns vorgestellt haben. Und während der Ministerpräsident zum nächsten Termin eilt, stellt die Vertreterin Estlands Möglichkeiten der Zusammenarbeit vor. Estland hat weniger Einwohner als München und ist eines der kleinsten Länder der Europäischen Union. In Deutschland gibt es eine lange Tradition der Industrie, das wir nicht haben. Mit dem Kollaps der Sowjetunion wurde das bei uns dann auch, haben wir das eigentlich verloren, müssten wir neu aufbauen. Aber hier gibt es eine lange traditionelle Industrie, eine starke Industrie, sehr viele große, sehr berühmte Unternehmen mit sehr starken Marken. Bei uns gibt es das nicht. Und wir sind klein, wir müssen unsere Nische finden. Und das haben wir eigentlich in Digitalisierung gefunden. Wir haben sehr viele Startups in Estland. Ich denke, wir haben die meisten Startups per Kopf in Europa. Wir setzen sehr viel an einfache elektronische Dienstleistungen. So, ich denke, das sind die Unterschiede. Große, berühmte, starke Unternehmen versus kleine Einmänner- oder Frauunternehmen. Wo sehen Sie Möglichkeiten der Zusammenarbeit? Ich denke, wir haben jetzt sehr viele verschiedene Themen vor uns bezüglich Digitalisierung, dass wir auf der europäischen Ebene zusammen besprechen sollten. Wie kommt man klar mit neuen Anforderungen, wenn die Arbeitsplätze sich verändern? Wie reguliert man zum Beispiel künstliche Intelligenz, was man da machen kann? Ich denke, es gibt sehr viele Themen, die an Zukunft orientiert sind, woran wir zusammen hier in Deutschland, aber auch in der Europäischen Union arbeiten können. Und da ist es wieder das Thema, das im Moment alle Unternehmen beschäftigt. Die Digitalisierung, die Möglichkeiten, die damit verknüpft sind und eben auch die Aufgaben, wie zum Beispiel Datenschutz, die es in diesem Zusammenhang zu lösen gilt. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung gilt seit 2015. Am 25. Mai enden die nationalen Lösungen, die regionalen Lösungen, die man hat. Also die Datenschutzverordnung gilt schon seit dieser Zeit, seit über 2 Jahren. Sie wird jetzt bloß voll in Kraft gesetzt. Leider ist an dieser Stelle ein Missverständnis, weil man denkt, es kommt immer was Neues. Nein, es sind Dinge eigentlich, die schon eigentlich seit Jahren gefordert werden.
Umso wichtiger, dass die Unternehmen jetzt reagieren, untereinander Erfahrungen austauschen und so komplexe Probleme vermeiden. Und dazu helfen solche Treffen, wie sie der BVMW regelmäßig organisiert.